Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wer bietet mehr? Heute mit drei Leuten, die gegeneinander spielen, und zwar Brammen, Christian und Jonathan. Hallo, Jonathan. Was, Jonathan? Ich finde es, warte mal, Jonathan. Jonathan! So ein, der altgriechische Gott Jonathan, wer kennt ihn nicht? Jonathan! Jonathan verteilt den Zorn über Athen. Jonathan. Sorry dafür. Jonathan. Gar kein Problem. Ja. Put. Oh Gott, die Flasche ist. Put, Alter. Jonathan und Put. Okay, wir spielen heute Wer bietet mehr? Das heißt, alle spielen gegeneinander, sammeln, sobald sie die Kategorie wissen, 5 Minuten lang Antworten, die in diese Kategorie passen, und bieten sich nachher gegenseitig hoch. Wer am meisten glaubt, die Antworten zu wissen und tatsächlich am meisten bietet, bekommt dann den Try. Kann es versuchen, darf sich allerdings nicht allzu viele Fehler erlauben, weil wenn er verkackt, geht die Hälfte der Anzahl, die er bietet, an seine Gegner. Wenn er schafft, kriegt er die... Du darfst quasi, wenn du den zweiten Fehler machst... Keinen weiteren mehr machen. 3 Fehler, genau. Bist du raus. Genau, wenn du 2 machst, ist noch cool, aber wenn du dein 3. X sammelst, dann ist vorbei und die anderen kriegen die Hälfte deiner Punkte. Dankeschön. Hast du vergessen. So. Wir klicken alle jetzt gemeinsam auf die allererste Kategorie. Und zwar die 30 größten Städte Deutschlands nach Einwohnerzahl 2018/2019. Das liegt daran, dass nicht jede Stadt im gleichen Jahr quasi die Zeit aktualisiert hat, aber das sind quasi dann die Zahlen daraus. Die Quelle ist Wikipedia und ihr habt 5 Minuten Zeit, um in euch zu gehen. Aber vorher würde ich noch Fragen beantworten dazu, falls ihr welche habt. Ich habe schon angefangen zu schreiben. Ich schreibe auch schon. Klar. Sehr gut, dann 5 Minuten laufen, ihr kleinen Schummler. So, warte. Weg mit euch, weg mit euch. Und bei Bram bleibe ich. So, die 4 Größten sind ja easy, ne? Ja. Berlin, Hamburg, Köln, München. So. Aber was kommt danach? Das kommt danach. Also, gehen wir mal durchs Ruhrgebiet. Pass auf, jetzt. Ich weiß fast überhaupt nicht. Ich dachte, gehen wir mal durchs Ruhrgebiet, aber Frankfurt am Main ist auf jeden Fall noch dabei. Die ist nämlich doch auch gigantisch. So, damit dürfte ich die Top 5 haben. Okay, und dann, ja, klar. Top 30 ist halt schon viel. Ja, das ist richtig. Boah, dann sowas wie Bochum schreibe ich mal mit auf. 30 Städte sind eine Menge Städte, also da kannst du, glaube ich, eine ganze Menge auch aufschreiben. Essen. Duisburg. Das sind alles so riesige Städte. Das Ruhrgebiet ist ja gigantotastisch. 30 größte Städte. Okay, beim Ruhrgebiet weiß ich tatsächlich. Oberhausen ist sowas schon mit dabei. Schreiben wir mal Oberhausen. Was gibt es noch? Was gibt es denn da noch? Bonn. Bonn gehört zwar nicht zum Ruhrgebiet, aber ist trotzdem da in der Nähe. Ich guck mal, wie viel ich noch nehme. Ich bin noch so erstmal in der Namensfindungsphase. Ja, erstmal alles aufschreiben, so mache ich da zumindest immer. So, dann im Osten, ne? Ganz wichtig, Dresden, Leipzig, na, ja, egal, ich kann ja recht dafür so viel machen, wie ich möchte. So, ja, Dresden, Leipzig, dann ist der Osten, glaube ich, raus mit Berlin, Dresden, Leipzig. Ja, ich weiß nicht, weil Erfurt vielleicht noch, weil Hauptstadt von Thüringen. Aber ja, komm, Erfurt auch noch eine Landeshauptstadt. Und was haben wir noch? Dann Bayern, ja gut, München, klar. Was haben wir noch? Augsburg und Nürnberg. Augsburg und Nürnberg. Sofort sind 2 Minuten vorbei, ich höre mal bei den anderen rein. Ja. Jay, wie sieht aus bei dir? Läuft? Tja, die Ruhrpott-Städte ficken mich. Weil ich bin nicht sicher, ob die groß genug sind, aber. Vor allem halt jetzt auch, also klar, so Köln, Hamburg, Berlin, München. Ja, wow. Okay. Gut. Hast du quasi die Millionenstädte? Keine Ahnung, ob mir jetzt gerade irgendwie eine nicht einfällt, aber ich glaube, das waren doch nur 4, die du hast in Deutschland. Guck mal, kannst du schon mindestens 4 gleich in die Runde werfen. Das ist richtig, das ist richtig. Aber irgendwann bin ich jetzt auch bei Potsdam angekommen und da bin ich mir nicht mal sicher, ob Potsdam dabei ist. Was glaubst du denn, wie viele Einwohner dann quasi, wenn es die Top 30 sind, wie viel hat da wohl die kleinste? Die wird schon noch die 100.000 knacken, oder? Nicht mehr? Ja, dann werde ich dir natürlich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht. Oh, guck mal hier, Bielefeld. Gehört bestimmt noch. Bielefeld ist doch... Hier, Paderborn? Gibt vielleicht noch... Alter, wo fährt... Münster?
Alter. Oh, gehst du gerade so die Städte durch, wo du so häufig dran vorbeifährst? Ja, das ist super schwer. Ich gehe halt eigentlich gerade... Also, die, eigentlich müsste man ja auch die... Also, so Saarbrücken... Also, das sind doch die Hauptstädte der Bundesländer. Ja, so, also auch ein interessanter Ansatz. Schwerin, sowas muss doch auch drin sein. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass die nicht unter den Top 30 Städten in Deutschland sind. Also, eigentlich müssten ja 16... Bundesland, Hauptstädte dabei sein. Hoffentlich. Also, keine Ahnung. Guck mal, dann hast du schon mal 16, wenn du alle weißt. Ja, das ist auch noch das Problem. Ich habe auf jeden Fall Christian viele. Rein. Wir sind bei 3 Minuten 47. Christian, wie läuft das? Ich bin mittlerweile an den Punkt angekommen, wo ich mir nicht mehr so sicher bin, weil mittlerweile habe ich 24 Städte hier stehen. Na, guck mal, da kannst du ja gleich gedacht, richtig schön hochgehen. So Sachen wie Kiel, weißt du, so Landeshauptstädte. Also ich bin erstmal danach gegangen, so wo habe ich gewohnt, dann so Ruhrgebiet, was ist hier noch so in der Umgebung. Und dann große Städte und mittlerweile bin ich so ein bisschen bei Landeshauptstädten. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob zum Beispiel so Kiel so groß ist. Erfurt ist doch auch so ein kleines Nest, oder? Glaubst du denn bei Top 30, wie viel wohl in der kleinsten Stadt da noch sind? Das weiß ich nicht. Ah, okay. Das kein Problem Sinn. Ist halt, lässt sich nicht sind zu dem in Tipp den Top 30, wie viele Landeshauptstädte sind da drin? Also kann ja nicht das jede haben sich andere sein. Auch schon gefragt. Weil zum Beispiel Köln, ja, nicht Landeshauptstadt, aber wird hundertprozentig drin sein. Das kickt ja schon wieder irgendwann anders. Wobei wir haben ja nicht so viele Bundesländer, aber... Die letzten 10 Sekunden laufen. Ich zieh dich sofort. Ich sag den anderen Bescheid. Ja, toll. Ich zieh sofort. Die Zeit ist sofort um. Ich zieh sofort die anderen hier rein. Oh, dann wart schon. Ja, 5 Minuten sind um. Bitteres Schneckchen, ey. Ich zieh dich da ist sofort. Christian und da ist Jonathan. So, da haben wir sie alle wieder zusammen. Und Christian darf zuerst eine Zahl in den Raum. Oh, ich werfen. Darf zuerst. Das ist ja schön. Ich beginne mal mit 10. Christian sagt 10. Bram, was ist deine Antwort? 11 nehme ich. Jonathan. 15. 15 direkt hier in die Hälfte reingeballert. Christian, kannst 15. du dich davon irgendwie. Was? Wie viel? 17. 17 direkt nochmal 2 drüber, Bram. 18. Oh, oh. Jonathan. Ist halt schwierig, so, weißt du, du kannst halt Fehler machen. Also beziehungsweise, ja, also man kann halt zwei Fehler machen. Warte mal, wie viele sind es jetzt? 18 wurde jetzt getippt, 18 ne? hat Bram zuletzt gesagt. Da wird gestruggelt. Eine Zählfunktion in WordPad war. Ja, echt? Ja, stimmt, ich bin in Zeile 29. Dann nehme ich doch mal 19. 19 von Jonathan, Christian. 20. Bram. Ich raus. Okay, bei 20 ist Bram raus, das ist alles mega exciting. Jonathan, was sagst du? Das ist so krass, aber ich nehme die 21 noch. Das ist so krass. Ich finde das schon wirklich krass. Also es kann halt ganz schnell auch aussehen. 22 oder nicht? Oder sogar mehr? Weiß halt nicht, was da noch für Kategorien kommen. Stimmt, das kann auch nicht wieder scheiße sind. Wo ich überhaupt keine Ahnung habe, dann versuche ich zumindest die 22. 23. Oh mein Gott. Jay direkt gekontert, nicht mal lange drüber nachgedacht, direkt die 23 geballert. Da bin ich raus. Fuck! 23 Punkte, sagt Jonathan. Oh, zu hoch gepokert oder kann nicht? Sein. Das wird sich jetzt herausstellen. Die 30 größten Städte Deutschlands, beziehungsweise brauche ich von dir nur 23 der 30 größten Städte Deutschlands nach Einwohnerzahl 2018, 2019. Dann leg ich mal los. Köln. Easy Snack. Platz 4. Hamburg. Brauchst du nur noch 22. Hamburg, Platz 2, brauchst du nur noch 21. Berlin. Klare Nummer 1, noch 20. Die hässliche Stadt da an der Isar. So im Süden. Du musst mir den Namen nennen. München.
Berlin hat am Wochenende 200 Millionen Einwohner, oder? Ja, etwas mehr. München ist übrigens nicht hässlich, München ist ziemlich 18 Millionen hingen auf der A9 fest noch. Ja. Bremen. Okay, Bremen. Ist nicht dabei, der erstes Kreuz. Nein. Leipzig. Das wäre bitter, wenn Bremen nicht dabei wäre. Ja, das wäre wirklich hart. Leipzig ist auch dabei. 17 Städte noch. Frankfurt. Welches? Am Main. Zählt. Ist dabei. Dortmund? Ist das eine Frage? Potenziell schon, ich würde am liebsten Ruhrpott sagen und damit 5 Punkte kriegen, aber ich glaube, das zählt nicht. Dann also, muss mir Städtenamen nennen. Okay, Dortmund ist easy dabei. Hätte ich gar nicht dabei. Easy gehabt. Snack, my friend. Gelsenkirchen. Nehmen wir jetzt die großen Ruhrpottler durch. Nicht ganz so easy, der Snack. Nee, ist er auch nicht. Aber ist dabei, auf Platz 26. Wenn Gelsenkirchen dabei ist, dann ist mit Sicherheit auch Duisburg dabei. Hoffe ich. Duisburg war für mich ganz oben mit dabei. Ja, das ist nicht so ganz richtig. Duisburg ist aber dabei, auf der 15, genau die Mitte. Dann auch noch meine Geburtsstadt Essen. Essen, klar, finde ich immer noch ein super Name. Die Stadt hat einen super Namen. 15 Städte brauche ich noch von dir. Double D Düsseldorf. Ist auf der 7 auch natürlich dabei. Die 6 dürfte Stuttgart sein. Oh, jetzt sagt er hier sogar korrekt die Position schon. Neben Stuttgart liegt Karlsruhe. Ist das deine Antwort? Weil das ist jetzt einfach nur so eine krasse Information, dass da Karlsruhe liegt. Ja, ich gehe davon aus, dass Karlsruhe ist in den Top 30. 12 noch. Okay. Jetzt langsam wird es schon schwieriger. Dresden ist aber noch mit Sicherheit dabei. Finger in den Po. Und Dresden. Guck mal, ist sogar dick aus. War doch nicht so lange. Angst hier. So, dann sag ich jetzt auch noch mal. Ja, wir haben ja noch gar nicht so viele von den ganzen Hauptstädten der Bundesländer drin. So, also da fehlen halt auch super viele. Ich gehe mal mit Potsdam. Ja, habe ich auch gehabt. Brandenburg ist doch groß und Potsdam ist mit Sicherheit auch dabei. Das ist doch ein Berliner. Das zählt zwar nicht mehr zu Berlin, aber zählt ja hoffentlich doch da rein, oder? Potsdam. Oh nee. Ist dein erstes Kreuz. Da wird spannend. Das ist schon bitter. Jonathan! Okay, dann gehen wir nochmal mit was anderem mit. Das ist. Alter, Potsdam, was ist das für ein Kackstadt? Bah! Ekelhaft! Nürnberg. Nürnberg. Nürnberg ist wieder am Start. Brauchst du nur noch ganze 10. Muss ja noch ein bisschen was von Bayern mitnehmen. Warte mal ganz kurz. Du hast 23 gesagt, oder? Ich glaube schon, ja. Das sind 12, 13, 14, 15, 16. Brauch nicht mehr 10. Nee, brauchst nicht doch, mehr 10. Doch, der braucht nur 10, Peter. Ja. Brauchst 7 noch. Ja. 10? 17 Städte noch. Jetzt noch 17 Städte. Ich glaube, das könnte noch dabei sein. Freiburg? Freiburg. Bitte, was? Achso, das Europapark-Stadt, wa? Keine Ahnung, was das ist. Freiburg. Ich habe mir nur gedacht, Freiburg könnte noch dabei sein, weil ich die auch noch als relativ. Das ist dein zweites Kreuz. Ach, jetzt geht's doch los, ey. Jetzt wird's übel. Ja, ich weiß. Kein Fehler mehr erlaubt. Ich hab halt super viele aufgeschrieben, aber ich weiß halt nicht, ob sie dabei sind oder halt nicht. Das ist halt wirklich echt ein Problem. Okay, ich kann mich jetzt zwischen vielen entscheiden.
Die Stadt müsste eigentlich, also wenn Gelsenkirchen nur auf 26 ist, dann wird's, fuck! Dann wird's wahrscheinlich auch nicht dabei sein. Ja, keine Ahnung. Ich nehme, komm, Augsburg erstmal. Erstmal Augsburg. Glaubst du, das ist safer als das andere? Fast du Berlin. Ja. Augsburg ist dabei. Nur noch 16. Komm, wenn Augsburg dabei ist, dann gehen wir nochmal nächstes Städtchen in Bayern, das ist Ingolstadt. Da ist Audi. Ja. Und Daniel Veit kommt daher. Deswegen ist Ingolstadt mit Sicherheit auch dabei. Hoffe ich. Wenn nicht, mit dann bin Sicherheit ich ist Ingolstadt. Wenn, dann bin ich halt hart gefickt. Sowieso. Aber, nee, es sind nicht. Dann, du hast verloren! Dein drittes X ist es, Jonathan. Okay, lass mich mal weiter machen. Probieren. Okay, ich möchte nur mal kurz festhalten, also, dass die anderen 12 Punkte. Ja. Ja, das ist schon mal ein wichtiges. Ist halt, ich hab's jeder. Nee, wir werden hoch, also es wird immer aufgerundet. 13 dann aber. Pass auf. Nein. Ich geh jetzt nochmal schneller dadurch. Ich hab mir noch aufgeschrieben. Chemnitz? What? Ja, ist tatsächlich dabei. Echt? Chemnitz wird von uns gerne vergessen bei solchen Quizzes, aber ist da ganz knapp auf Platz 30. Da fehlt noch ein Ort, wo wir zur Tour waren, Jay. Ah, nee, stimmt nicht. Der steht da schon. Hannover hätte ich noch nennen können, fällt mir gerade ein. Das genau, Hannover. Das ist der Ort. Fahre ich immer durch. Gut. Kiel? Da werden unsere neuen PeatsMeet-PCs werden in Hannover gebaut. Kiel wäre dabei gewesen. Wäre die 29 gewesen. Bielefeld, klar. Easy Snack. Oh! Auf Platz 18. Paderborn? Das sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ja, Paderborn, das ist alles winzig, was wir hier haben. Wie viel hat Chemnitz? Das stimmt. 246.000 Einwohner. Uff. Saarbrücken? Saarbrücken ist nicht dabei. Uff, Tata. Krefeld ist das, was ich überlegt hatte, statt Augsburg zu nehmen. Nee, Krefeld ist auch nicht dabei. Okay. Jena? Nee. Eine ist noch relativ groß hier in der Umgebung, Jay. Wo? Die andere Borussia. Ach, Gladbach. Ah, Gladbach 200.000? Ja, eigentlich schon. München-Gladbach nicht dabei? München-Gladbach, ja doch, München-Gladbach ist dabei, ja. Okay, mal gucken. Mach einfach voll, gucken, ob ich die noch hab. Ja, okay, machen wir von unten voll. Das Frankfurt-Oder, war ich mir nicht sicher, ob du Frankfurt-Oder noch dabei ist. Ach, ja, ist es nicht, aber du wusstest ja schon das Richtige. Ja, ja, ich hab's aber mal schnell aufgeschrieben, falls wir doch Probleme, Probleme kriegen. Also, Chemnitz hat 246.000 Einwohner, Kiel hat 247.000 Einwohner, also ist auch wirklich nah alles beieinander, ja. Zumindest am Anfang. Dann haben wir Aachen. Gute alte Studentenstadt. Echt, Oche. Aachen, dann haben wir auf der 27. Ne? Braunschweig. Natürlich. Hab ich auch nicht aufgeschrieben. Mit 249.000. Gelsenkirchen, da machen wir einen kleinen Sprung an 259. Mönchengladbach mit 261 dabei. Und dann haben wir das wunderbare Wiesbaden mit 278. Oh, das habe ich auch vergessen. Gar nicht mehr im Kopf, dass die Stadt überhaupt existiert. Ist das die Landeshauptstadt? Nee. Ja, ist es. Dann haben wir Augsburg. Wiesbaden ist die von Hessen, oder? Bin ich gerade verwirrt. Das kann sogar wirklich sein, stimmt, bitter. Weil von Hessen ist ja nicht Frankfurt, sondern das ist deine Landeshauptstadt. Ich habe von mir vergessen, wo ich wohne. GG. Ja, aber die Frage ist, ob die halt auch mal so groß sind, ne? Ja, deswegen bei bin Kiel ich. War ich auch schon die absichtlich rausgenommen. Mhm. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass Wiesbaden so groß ist. Auf der 22 haben wir Mannheim. Mit 309.000, der erste Stadt mit über 300.000 Einwohnern. Karlsruhe 313.000. Dann das gute Münster. Oh, das habe ich aufgeschrieben noch. Scheiße. Münster ist groß. Dann haben wir noch Bonn. Oh, lol. 329.000 Einwohner. Die hätte ich gehabt. Bielefeld 334.000 Einwohner. Dann haben wir Wuppertal. What the fuck? Was? Wuppertal? Wendy macht's mit Wuppertal, 355.000 Einwohner. Und die letzte, die noch fehlt.
mit der Universität mit der höchsten Selbstmordrate in Deutschland. Zumindest habe ich das mal gehört. Gefährliches Halbwissen. What? Bochum! Stimmt. Okay, Bochum. Ja, Bochum wäre auch noch ein Wackelkandidat bei mir. Wie wenig Einwohner hat bitte Leverkusen? Weniger. Ja, ja, logisch, aber also krass. Jetzt machen wir einen Sprung von 365.000, finde ich ganz faszinierend. Es gibt so keine Stadt zwischen 365.000 Einwohner und 498.000. Krass. Ja, einfach so ein Sprung, weißt du. Dann haben wir 518.000 für Nürnberg, 536.000 für Hannover, 560.000. Das ist da auch noch weit entfernt von der Million, glaube ich, oder? Ja, Bremen. Also wir haben ganz viele Städte, die so mit einer 5 vorne anfangen, also mit einer, bei einer 500.000, sage ich jetzt mal. Dann geht's, oh, da fehlt eine 0 am Ende, eine Sekunde. Hättest du die 200, die 22 geschafft, Christian? Wahrscheinlich auch mit falschen, weiß ich nicht. Also ich hatte auch mehr Städte, aber ich hatte auch, glaube ich, dann eine falsche. Ich hatte auch Leverkusen zum Beispiel. Krass, ey. Wir haben nur zwei Städte mit 700.000 Einwohnern. Frankfurt am Main hat, ach Quatsch, 600.000 Einwohner. Frankfurt am Main hat 7.000 und dann kommen wir in den Millionenbereich wieder. Augsburg, ne? Also hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, dass die so groß ist. Ja, Bayern halt, ne? Deswegen, ich bin echt von Ingolstadt enttäuscht. Ja, habe ich nochmal nachgeguckt. Ingolstadt, das war dann, oh, ich weiß gar nicht, wie knapp das dann natürlich ist. Ich weiß nicht, wie viele Städte es gibt so in den 200.000er Rahmen. Ja, darf ich mal kurz aus Interesse nachgucken? Ich meine, drei ist mir egal, wenn das dann auch 300.000 steht, das ist ja von 2018. Aber ich würde mal gerne gucken, wie viel Ingolstadt jetzt gerade hat. Ja, Ingolstadt hat 136.000. What? Was ein Kackland. Potsdam hat by the way 178.000. What? Hattest du ja auch genannt. Ja, ja, ja. Okay, ja, machst du nichts hochgepokert, ganz einfach. Welcher letzter? Damit nehmen wir 12 Punkte. 12 Punkte ist ja jetzt nicht so krass. Also, yeah! Christian und Bram mit. Ich finde die schon mal cool. Vielleicht ja, die sind auch cool. Aber, also ich glaube, 20 hätten wir geschafft. Ich glaube, immer noch, dass Peter sich verrechnet, dass wir eigentlich 17 kriegen müssen. Nee. Und wir kommen zu Kategorie 2. Dürft ihr jetzt auch draufklicken. Die 30 größten Twitter-Accounts in Deutschland. Und ich möchte hier der Fairness halber anmerken, dass man dabei Sport nicht außer Acht lassen sollte. Okay, aber auch Brammen. Es muss der deutsche Account sein. Nach also Follower, muss ich dann richtig? Nicht, muss ich dann Red Bull Gär sagen, theoretisch? Oder sage ich einfach Red Bull? Wenn naja, das so wäre. Weil es sind ja auch, können ja auch so. Firmen dabei sein. Okay, verstehe. Oder nee, twitter.de. So, das sind ja, doch für mich auch. Bei den, also die größten Twitter-Accounts Deutschlands, da geht's dann um deutsche Accounts. Also, wie du schon sagtest, die Firma Deutschland. Okay, das heißt, ich muss die aber Firma nicht Deutschland. Peter hat Deutschland GmbH gerade bestätigt. Ich muss jetzt aber nicht sagen, also wenn es halt Red Bull Gär ist und ich Red Bull.de sage, dann ist das jetzt nicht Nein, falsch. Das ist mir scheißegal. Okay. Ey, ich wollte nur fragen. Das wäre dann der deutsche Twitter-Account von Red Bull. Weißt du, dann ist scheißegal, wie der dann heißt. Dann weiß ich aber ganz klar, was du meinst. Ja. Das ist das Wichtige. Okay, noch weitere Fragen? Nee. Kann ich die Kategorie überspringen? Park von Freunden? Nein. Okay. Nein. Okay, dann verschiebe ich euch und auf 5 Minuten Lauf. RJ, wie bist du da unterwegs auf Twitter? Unge, Özil, Neuer, Hummels, Boateng. Das sind ja schon direkt für die paar Sekunden eine ganze Menge Namen. Naja, ich bin mehr, ich hoffe, ich habe jetzt halt richtig bei denen die Ratter angestupst bezüglich halt irgendwelcher Firmen, weil ich glaube, dass nicht so viele Firmen da hoch sind. Bist du ein Assi, Alter? Erstmal voll darüber diskutieren und dann ich so, glaube, es wird keine Firmen. Großen Firmen geben, also da ist halt sehr viel von diesen Sportlern dabei. Aber es ist, Alter, das ist, also ich glaube nicht, dass ich mehr als 12 nennen kann, weil, uff. Ja gut, du hast jetzt, bist jetzt natürlich ein bisschen Zugzwang als der Einzige, der noch 0 Punkte hat. Ich glaube halt nicht mal, dass so viele YouTuber dabei sind, ist das Problem. Also weiß ich halt nicht.
Ich weiß nicht, wie viel hat der niedrigste bei 30? So, die Million wird auf jeden Fall geknackt sein bei jedem von den 30. Also alles andere fände ich halt krass. Ja, okay. Vielleicht bist du auch dabei. Vielleicht, aber dann wäre die Million nicht geknackt. Glaube ich aber nicht. Ja, ich lasse, es ist 1:20 vorbei. Ich gehe mal zu Chris. Ich suche was auf Twitter, den E-Mail. Okay, wie sieht denn aus, Christian? Ich habe Fragen. Tatsächlich. Okay. Sagen wir mal, Cristiano Ronaldo, ja? Würde der zu Portugal zählen? Oder, also, da wo der, also, ja, stimmt, der Account ist doch, das verstehe ich noch nicht so ganz. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Toni Kroos. Der ist ja Deutscher. Ja. Aber er ist ja in Spanien. Aber weil der in Spanien spielt, meinst du? Ja, er ist aber der würde aber trotzdem zu Deutschland zählen, theoretisch. Ja, weil er Deutscher ist. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wonach geht man? Warte mal, ich guck mal kurz nach. Also wahrscheinlich der Nationalität, wo der Typ. Vielleicht sind das auch die Accounts, die quasi bei sich angegeben haben, Deutschland. Quasi, oh, du kannst dein Land angeben. Vielleicht würde ich danach einfach gehen. Okay. Wie heißt denn nochmal? Bibiana Steinhaus oder sowas, ne? Bibi reicht mir. Okay. Also ich muss das einfach nur ordentlich zuordnen können. Das Problem ist, die ist nicht groß. Ich weiß nicht, ob die auf Twitter groß ist. Die ist halt auf Instagram groß. Ja, das sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Plattformen. Hey, ja, BVB. Bayern München ist da bestimmt riesengroß. Die sind in China aktiv und allem. Nehmen einfach die Dortmund, die Fußballleute einfach alle. Also ich habe jetzt Hummels, Götze. Dortmund, Thomas Müller, Toni Kroos, hier Marco Reus. Ich hoffe, das reicht vielleicht zumindest, wichtig, um Rammen auszustechen. Ich weiß nicht, ob das relevant noch ist, aber ich sag dir mal ganz kurz, dass die Aktualität der Liste vom 22.07. ist. Ja, okay. Danke. Also dieses Jahr. Ich sag das den anderen auch kurz. Jay, kurz zur Info, die Liste ist vom 22.07. dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber ich dachte, ich muss alles löschen. Entschuldigung! Ja. Danke für diese Info. Ich wollte nur sagen. Fuck, ich weiß. Okay, Bram, wie läuft es? Ich bin hart gefickt, komplett tot. Okay. Ja. 3:38 sind jetzt schon vorbei. Nur zur Info, die Liste ist vom 22.07. dieses Jahr. Ach ja, dann ändert das meine Auswahl. Ja, fickt euch alle, ey! Ich dachte, ich gebe euch mal diese interessante Information und alle verarschen mich. Jeder einzelne von euch. Also ich nehme auf jeden Fall, was Jay gesagt hat, Twitter.de ist bestimmt dabei. Und weil du gesagt hast, du bist doch auf Twitter voll aktiv, Junge. Und ich habe dir einen krassen Tipp gegeben. Ja, du hast einen krassen Tipp gegeben. Deswegen habe ich FC Bayern im BVB-Account mit drin. Weil ich weiß, dass die beiden Vereine sind, die richtig viele Fans haben. Und irgendwie auch durch die anderen Quizzes, dass die auch in den Fans der Welt mit dabei sind, weil die so viele haben. So. Meinst du bist ein bisschen im Nachteil, weil dir die Einzelpersonen nicht einfallen? Ja, das gibt es bestimmt, keine Ahnung. Weißt du, so, ich kann sowas nicht einschätzen wie Bastian Schweinsteiger oder Philipp Lahm oder Michael Ballack oder wer auch immer, ja. Manuel Neuer, ich schreibe jetzt Manuel Neuer auf, ganz ehrlich, Michael Ballack, Alter, den Namen habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, der war damals, als wir verloren haben in der WM in Deutschland, war der ganz vorne mit dabei, das weiß ich, ja. Oh Mann, ich finde die Kategorie dir gegenüber auch gemein, aber das ist halt eigentlich nur Twitter-Accounts Deutschland, ne, das ist... Eigentlich ist das Social Media, das ist eigentlich unser Bereich. Eigentlich so, das Problem ist, ich kann nicht mal richtig einschätzen, was groß ist und habe jetzt einfach mal 2 Mios genommen als groß. Von denen, okay, wo ich es weiß. Und meine Referenz, wenn ich den Zuschlag kriegen würde, wäre tatsächlich als allererstes, hau ich Gronkh raus. Wenn er nicht dabei ist, dann weiß ich alles gleich, wie gefickt. Wie viele Follower hat Gronkh denn? Weißt du das noch? Boah, weiß ich, 1,4 Millionen oder so. Okay. Na gut, Manuel Neuer, Zeit mehr ist die jetzt Frage. Abgelaufen, Bram. Ich hole jetzt sofort die anderen dazu. Ja. Okay, ich ziehe dich sofort, die Zeit ist abgelaufen. Ich ziehe dich sofort, Christian, die Zeit ist abgelaufen. Okay, da haben wir sie alle wieder zusammen. Die 30 größten Twitter-Accounts Deutschlands. Bram darf zuerst mit einer Zahl in den Raum werfen. Ah ja. Heia! Wok, sag ich da nur. Wok, hey, ich nehme... Okay. 7. Boah. Okay,
Okay, dann Jonathan. Nee, bin ich dran? Doch, dann bin ich dran. 8. Christian. 10. Bram. 11. Jay ist schon raus. What the fuck? Jay setzt alles auf die letzte Kategorie oder darauf, dass ihr jetzt hier mal richtig hochgeht. Find halt einfach, glaube nicht, dass ich 12 richtig gemacht hätte. Okay, Christian, würdest du denn 12 sagen noch? Ich würde 12 sagen noch, wenn... Wenn? Ich sag mal 12. Dann sag mal 12. Okay, fuck. Bram ist damit raus. Okay, ich habe jetzt, pass auf, entweder schaffe ich die easy, wenn das, was ich mir gedacht habe, hinkommt, ansonsten bin ich nach dem dritten raus. Ich habe nur Fußballzeug aufgeschrieben. Dann probieren wir das doch mal. Wir nehmen natürlich die beste Mannschaft aller Zeiten, den BVB. Sehr gute Wahl. Borussia Dortmund. BVB heißt der Twitter-Account, Borussia Dortmund ist es, Platz 11. What? Okay. Ja, egal. Ja, wahrscheinlich größer, okay. Weil die machen auch im Ausland viel mehr, ist die zweitbeste Mannschaft Deutschlands natürlich, wie auch alle Zuschauer wissen. Leipzig? FC Bayern München. Ach so. FC Bayern ist auf der 4. Warte mal, ich darf das hier nicht vergessen. Auf der 4? Holy shit. Zähl noch. Warte mal, ich muss die mal auch wegstreichen hier, sonst erzähle ich nachher noch Quatsch. Das wäre das Beste, wenn du das gleiche nochmal Bayern sagst. Sagen, das wäre schlecht. Ja. Ja gut, dann fangen wir mit den Spielern mal an. Zuerst sind mir natürlich die Leute eingefallen. Mats Hummels. Der dürfte dabei sein. Okay, warte, ich glaube ich nämlich auch. Hast du jetzt die Namen eigentlich oder steht dann jetzt da Hummels unterstrich Mats und du wirst dann jetzt eh. Ich habe beides müssen. Hier. Ich habe beides hier, tatsächlich. Ach so, ja, ich bin jetzt von dem Namen ausgegangen. Und ich ja, ist vollkommen in Ordnung. Ihr müsst mir nicht den Twitter-Handle nennen, dann mal zumindest ist auf der 17. Und damit brauchen wir noch einen. Okay, das heißt, Fußballspieler sind das schon mal schön. Dann nehmen wir Marco Reus. Der ist glaube ich, sogar. Vodinho, genau, richtig. Der ist auf der 12. Okay. Jetzt soll ich hier zur Übersicht... Oh, ich schreibe mal besser vielleicht die richtigen Namen hier hin und nicht Vodinho. 8 brauchen wir noch. Manuel Neuer. Boah, den hätte ich auch gehabt. Echt? Dann ist der auf jeden Fall dabei. Da ist er auch auf der 7. Der ist noch größer als die beiden bisher genannten. Ja, der ist doch der beste Torhüter. Außerdem sind Meme, Junge. Mario Götze. Ich sehe eine Steigerung hier. Was? Ist auf der 5. What? Okay, krass. Ja, okay, halt Weltmeister-Torschütze. Ja. Ja, gut. War nur eine Probeaktion für den für Twitter. Verlassen wir mal Verein 1, den ich gesagt habe, gehen wir mal zu Verein 2. Thomas Müller. Ja, ist der den Twitter-Handle? Ist Müllert oder so heißt ja, der. Ist Müllert. Das ist ein Twitter-Handle, finde ich voll geil. Okay, 5 brauchst du noch. Bisher läuft gut. Nicht ein X. Boah, wie groß ist denn der? David Alaba. Wer zum Weg ist David Alaba? Das weiß ich auch nicht, warte mal. Oder schreib ich den denn? Spieler, ich weiß. Das ist wahrscheinlich ein Fußballspieler. A-L-A ist Alaba. Der Nachname. Genau, wie man spricht. Ja, nee. Das ist dein erstes X, glaube ich. Ja, fuck. Ich sehe keinen Alaba hier. Wir machen weiter einfach mit Fußballspielern aus aller Welt. Ich habe dich ja schon gefragt, ob der zu Deutschland zählt. Toni Kroos. Ja. Also du hast mir jetzt nicht gesagt, der zählt zu Deutschland, aber das Prinzip hast du erläutert. Der hat ja schon mal natürlich. Entspannt du mal eins. Toni Kroos? Ist der die Eins? Toni Kroos spielt seit Ewigkeiten bei Real Madrid, natürlich. Ja, das stimmt. Ja, stimmt, der kriegt dann auch Follower aus. Ja. Ja, stimmt schon. Mit Ronaldo über Jahre. Lukas Podolski. Könnte sein. Lulu. Den folge ich auch. Hey, wieso hat es Bude? Wo ist da die Logik dahinter? Oder? Ich glaube, dem folge ich. Ja, weil, pass auf, die Logik sag ich dir gleich. Nee, warte, pass auf, was ich meine ist, Sven hat mir hier bei jedem den normalen Namen hingeschrieben, außer bei Lukas Podolski, der ist nämlich auf der 8, und da steht lukas-podolski.com.
Deine Internetseite noch mal ist größer kurz als Werbung der. Eingestreut. Okay, der ist Platz 8. Das finde ich aber krass. Sind die ersten alle Fußballleute? Ich hab das schon mit Grund am Anfang genannt, damit Bram das nicht vergisst. Ja, pass auf. Dann nehmen wir natürlich den Typen, der mit ihm groß geworden ist, Bastian Schweinsteiger. Der hat ja auch überall gespielt. Basti Schweinsteiger, entspannte Nummer 3. Das waren die Fußballleute. Jetzt verlasse ich mich auf 2. Du brauchst noch 2, oder? Darfst noch einen Fehler machen. Jetzt einfach. Bibi? Bibi? Komm, die wird ja wohl unterreden. 30 Platz. Größten. 21. Oh, okay, krass. Das war knapp. Also die Frage ist, die größer oder kleiner? Aber noch Dagi. Er ist kleiner, auf Platz 23. Start. Aber easy Snack für Christian. Alter, wenn die Fußballleute nicht dabei gewesen wären, wäre ich verloren gewesen. Das waren die ganzen Weltmeister von 2014, die da oben sind. Das also stimmt. Die haben halt viel. Da ist gerade Twitter auch so explodiert in Deutschland. Die kannst du halt alle nehmen. Özil dürfte die 2 sein, tipp ich mal. Nee. Oder? Nicht? Okay, krass. 2 ist kein YouTuber. Kein Fußballer, Entschuldigung. Rosberg. Okay. Ist auch kein YouTuber. Wir fangen mal von unten an. Crow. Alter. Okay, hab ich nicht. Mit schon relativ krassen 1,7 Millionen. Dann haben wir. Mag ich auch gar nicht so schlecht mit meinen 2. Als ja, aber Gronkh wäre schon nicht dabei gewesen. Ja, das ist jetzt draus gewesen. Klaas Häufer Umlaut hat auch die 1. Jawohl, den hatte ich auch gehabt. Nee. Dann haben wir den Account von Spiegel Online, die Eilmeldungen. Die haben 1,8 Millionen Leute. Natürlich. Dann, aus Gründen, vergessen, die ich nicht nachvollziehen kann, hat ProSieben irgendwie super viele. 1,8 Millionen. Ist dann da so was wie heißt der, Tagesschau? Jetzt müsst ihr mich mal, also Spiegel Online Eil sind halt so die Eilmeldungen, da sind alle wichtigen Spiegel Online News quasi, die daran kannst du Push anmachen. Das ist voll gut, da kann man mal gucken, ob man denen auch nochmal folgen sollte. Ja, jetzt müsst ihr mir helfen. Wer ist Kim J. Kurniawan? Was? Der nächste Diktator von Nordkorea? Kim J. Urnia. Nee, ich weiß es nicht. Okay, ihr wisst es selber auch nicht. Okay, ich dachte, das wäre ein Spieler oder so. Basketball. Professional Football Player of Persib Bandung. Okay. Ein indonesischer Fußballspieler? Ah, dann hat er da wahrscheinlich einige Follower. Ja, aber der schreibt nur auf Englisch. Das ist wirklich strange. Oh, doch, hier. Da steht was mit FC Also irgendwas hat der mit Bayern zu tun oder sowas. Pass auf, ich hatte schon mit Christian schon drüber gesprochen und meine Theorie ist, also die Quelle ist twitter-ranking.de und meine Theorie ist, da tauchen die Accounts auf, die quasi das Land Deutschland bei sich im Profil eingestellt haben. Ja, gehe ich auch von aus. Also keine Ahnung, warum der da auftaucht, aber der hat auf jeden Fall. Boah, geil, das heißt, ich gehe jetzt in irgendein Land, wo es nicht so viele gibt, bin dann der Größte. Ich bin der Größte von Turkmenistan oder so. Der ist halt ein richtig krasser Bayern-Fan. Okay. Dann haben wir André Schürrle, das ist doch ein Sportler, oh, oder? Oh ja. Uff. Ja, auch Weltmeister. Absolutes 1,9 Millionen. Stimmt. Jetzt kommen wir in den YouTuber-Bereich. Unge. Der erste Account mit 2 Millionen Followern. Spiegel Eil Online. Hätte noch Monte gehabt, aber ist der überhaupt so? Jan Böhmermann kommt jetzt erstmal. Auch jo, mit den hätte ich gehabt. Millionen. Oh, ich habe Dagi auch einfach mal übersprungen. Die hat auch knappe 2 Millionen. Bibi hatte ich auch. Bibi hat auch knappe 2 Millionen. Krasses Duell zwischen Dagi und Bibi hier. Oh, hier fehlt wieder eine 0. Mir fehlen nur noch 7.000. Dann, keiner von euch hat es genannt, obwohl das quasi schon durch Jays Frage genannt wurde. Twitter Deutschland. Keiner von euch hat es genannt. Ja gut, weil nur Christian dran war. Wieso natürlich. Wieso folgt man denn Twitter Deutschland? Weil es halt Twitter ist. Dann haben wir Zeit Online. Ah, die Nachrichtensachen habe ich komplett aus. Bleiben denn die Autobauer? Dann haben wir Bundesliga. Ja, warum folgst du denen auf Twitter? Den folgst du auf Instagram für Bilder. Ja, kannst aber auch auf Twitter posten, die auch Bilder. Dann haben wir Joko Winterscheid. Der mal Klaas komplett absnackt. Ja. Das ist trotzdem.
Jerome Boateng. Ja, ich auch noch drauf. Ich vergessen. 2,4 Millionen. Boateng habe ich auch noch. Stimmt. Tagesschau. Also ja, die Nachrichten. Twitter werden offenbar viel noch für Nachrichten benutzt mit 2,4 Millionen. Dann haben wir den Hauptaccount von Spiegel, Spiegel Online. 2,5 Millionen. Bitte lass jetzt nicht irgendwas mit Bild da sein, das wäre so witzig. Marco Reus ist dann der Erste mit 3 Millionen. BVB hat 3,2 Millionen. Dann haben wir die Mannschaft, DVB-Team. Oh, Deutschland. DFB, nicht DVB, bitte. DFB, was habe ich gesagt? Die deutsche DVB. Nationalmannschaft. Oh. Deutscher Verkehrsbund. Ja, Deutscher Verkehrsbund. Das ist so krass, wie du wirklich diese ganzen Shootingstars von 2014 hast. Heftig. Wer ist das denn jetzt hier? Abra? Was? Das ist ein Pokémon. Patrick, okay, dann gucke ich mal kurz nach. Chief Patrick Abra! Gott. Wieso gibt es denn dazu quasi keine Informationen? Da muss man aber aussagen. Ja, wahrscheinlich auch irgendwie so ein komischer Fake-Account, der dann sich da einfach in Deutschland reingesetzt hat. Fake-Account? Ja, for real, Alter. 3 Millionen Follower? Er folgt bestimmt dann auch irgendwie so 1,8 Millionen. Okay, das ist so ein Fehler. Das macht Barack Obama aber auch. Der folgt auch 100 Millionen Menschen. Alter, das ist rigged hier. Finde ich krass, dass nicht eine Ding ist. Patrick Abra hat bei mir bei Twitter auch keine 3,3 Millionen. Nee, bei mir auch nicht. 860.000. Vielleicht ist der das zurückgesetzt worden, denk an den Stand. Ja, ja. Schon. Und ja, aber der ist sogar aktuell bei Twitter-Ranking.de, steht er da immer noch mit 3,6 Millionen. Und wenn du dann da draufklickst, hat er trotzdem nur 800.000. Ja, dann müssen wir also, die Frage annullieren. Dann sind die gekauften wahrscheinlich weggemacht worden. Oder so. Ja, keine Ahnung. Die Quelle, das ist strange gewesen auf jeden Fall. Manuel Neuer ist der Erste mit 4 Millionen Follower. Ich hätte echt gedacht, dass sowas wie noch Deutsche Telekom vielleicht dabei ist, Deutsche Bahn. Es fehlt nur noch eine Person. Eine international bekannte Person, eine weibliche international bekannte Person aus Deutschland. Heidi Klum! Heidi Klum natürlich! Oh lol, oh Gott. Krass. Okay. Ich suche mir da mal die schönsten Mädchen aus. Mit 5,1 Millionen Abonnenten. So, Christian bekommt damit nochmals... Ich hab letztens auf Instagram ein Nacktfoto von dir. Ich werde mit 85, werde ich auch immer noch aussehen wie 20. Zumindest die 20-jährigen Vögeln. Ist der 20 noch der gute Tom? Keiner, nee, der ist älter. Ist doch schon älter. Das ist völlig okay. Alter, jetzt wird's hart für Jonathan. Christian hat 24 Punkte. Krass. Also das wird richtig, richtig übel. Aber wir kommen jetzt zu einer Kategorie, wo Jonathan tatsächlich glänzen könnte. Oh, gucken wir mal. Formel 1 Weltmeister. Bitte nicht Pokémon. Bitte klickt auf die 3. Top 30 meiste durchschnittlichen Viewer auf Twitch in den letzten 30 Tagen. Der Stand ist weiterhin der 22.07. Die ganze Welt, ne? Oder Deutschland. Das ist von Nindo.de. Macht der nur deutsche Streamer? Ich glaube, der macht nur deutsche Streamer. Das ist nicht unwichtig zu wissen. Hat Nindo nicht nur Deutschland sogar handpicked? Also die Quelle ist Nindo.de. Da waren wir ja auch alle schon ein paar Mal drauf und haben uns das schon alles mal angeguckt. Und da geht es um die Twitch-Ranks nach durchschnittlichen Viewer in den letzten 30 Tagen. Ich sehe da auf Anhieb jetzt nicht gerade die Internationalität am Start, deswegen würde ich jetzt mal sagen, deutsche Streamer. Vielleicht ist es sogar handpicked, wie Bram sagt. Aber können wir es egal. Ja. Aber dann wisst ihr Bescheid. Und ich verschiebe euch. Jay, bleib ich doch direkt mal bei dir hier. Mhm. Fühlst du dich 24? Meinst du, kriegst du hin? Nee. Ich habe das Gefühl, dass du aber für was Twitch angehst, der bewandertste von uns bist. Also du verhältst dich und bist am meisten auf der Plattform. Sagen wir mal so. Von wann ist das? Ja, aber das ist... 22.07. Ja. Gut, aber du bist halt meistens bei den Streams, die nicht so viele Views haben, weil du den Trash finden willst. Ja, das stimmt auch. Also es ist halt wirklich, ich glaube, da sind, also ich gehe mal stark davon aus, dass wir dabei sind. Also das hoffe ich jetzt mal. Ja, ja. Sonst bin ich traurig. Aber da müssten wir eigentlich bei sein. Aber dann hast du halt auch noch, uff, es ist schwierig. Durchschnittliche Viewer.
Ja. Das sind... Uff. Mir fallen gerade gar keine ein. Ich habe richtige Denkblockade gerade. Okay, dann lasse ich dich mal lieber alleine, damit du deinen Shit zusammenkriegst. Christian. Ja, wenn er deutsch ist... Ja, also... Würde ich jetzt sagen. Ja, ich habe jetzt ein paar aufgeschrieben. Ja, dann würde so ein No Way For You ja gar nicht da rein zählen, obwohl der auch immer so um die 10.000 hat. Belastend. Wieso ist der kein Deutscher? Also der wohnt in Österreich. Soweit ich das weiß, oder? Ah. Keine Ahnung, schreiben. No Way For You. Ich würde sagen, das sind deutschsprachige Streams. Dann sag ich mal kurz an. Jay, ich würde sagen, das sind deutschsprachige Streams. Mhm. Bram, ich würde sagen, das sind deutschsprachige Streams. Das macht mir nix. Okay, nur damit du das weißt. Okay. Die Info habe ich jetzt nochmal kurz an alle weitergegeben. Weil ich trotzdem sagen muss, ne, also ich schreibe natürlich jetzt ein paar auf, aber also, ich werde jetzt einen Teufel tun und da versuchen, die Punkte ja zu kriegen. Kann ich nachvollziehen, du hast die entspannteste Situation auf jeden Fall. 24 müssen Bram die anderen erstmal zusammenbekommen. 13 muss Bram machen. Ja, stimmt, Bram muss nur 13 zusammenbekommen. Bram muss 13 machen. Das heißt, es wäre eigentlich das heißt gut, aber wenn du auch, da countern könntest. Naja, wenn ich 20 biete, kriegen die anderen nur 10 Punkte, wa? Das stimmt. Du solltest 20 bieten und verkacken. Ich sollte 22 bieten und verkacken. Ja, aber das wäre natürlich ein bisschen lame. Ist das auch, und das will ich auch nicht. Nee. Ich krieg ja, ich bin gerade beim 9. Also. Und da bin ich echt am Überlegen, ob. Belastend. Dann geh ich mal zu Bram. 2 Minuten 44 sind um. 2 Minuten 50 sind um. Okay, Bram. 2 Minuten 50 sind um. Ich hab viele Namen, tatsächlich. Bin auch sehr confident. Und ich glaube, so ein paar Leute werden zum Beispiel so den Joker Paluten vergessen, wenn wir über die letzten 30 Tage gehen. Weil der hat gerade angefangen zu streamen zum Beispiel. Wie ich sagte, 22.07. ist auch die Statistik wieder. Okay, schmeiß mal Paluten wieder raus. Aber nur noch mal zur Erinnerung. Ich habe trotzdem viele. Das ist so eine schwierige Sache. Ich weiß, so ein paar weiß ich auf jeden Fall, die super strange waren. Kayayana ist zum Beispiel mit dabei. An den kann ich mich erinnern. Der war zumindest, als ich das letzte Mal auf Nindo war, war der oben mit dabei. Und da habe ich mich super drüber gewundert, weil ich noch nie einen Stream von dem gesehen habe. Okay. Aber der war relativ weit oben. Ich habe auch noch nie einen Stream von ihm gesehen, muss ich sagen. Aber ich bin auch nicht so viel auf der Plattform unterwegs wie andere von uns. Und dann fand ich noch interessant Summoners Inn. Dass die sich halt so weit oben halten, das weiß ich noch. Und dann war noch Unsympathisch TV und da wusste ich gar nicht, dass der so viel streamt. Das waren so die drei, glaube ich, so die anderen vielleicht nicht mehr wissen könnten. Ansonsten natürlich so die üblichen Monte Knossi Gronk, weißt du? Papa Platte. Ja, wie ist denn deine Taktik gleich? Also quasi. Ja, ich bin ja der Letzte. Nee, du bist. Achso, ja, du bist der Letzte, der bieten kann, das stimmt. Das heißt, du musst erstmal gucken, was die anderen sagen, natürlich. Ja, genau, das ist natürlich erstmal wichtig. So, und Christian zu schlagen, bräuchte ich natürlich 12 für. Mit 12 würdest du gleich ziehen, also das ist noch nicht schlagen. Ich habe 19 aufgeschrieben. 21 habe ich aufgeschrieben. Christian ist auf jeden Fall in der Vorteilsposition. Definitiv, ja. Er wird gucken dann natürlich versuchen, dagegen zu halten. Ich guck mal bei Jay vorbei. Also noch nicht mehr lange, noch 20 Sekunden. Hm. Konntest du deine Denkblockade besiegen? Das ist super schwer. Die Sache ist, ich sag ja, durchschnittliche Viewer auf Twitch in den letzten 30 Tagen, so hat die ESL vom 22.07. Ja, genau. Und dann hat die ESL da vielleicht zufällig einen Stream gehabt. Damit hat sie ja dann locker Platz 1, weil sie einen Stream gemacht haben, durchschnittliche Viewer von 100.000 hatte. So als Beispiel. Ja, ich verstehe deinen Gedankengang. Es ist... Also wenn ein Stream gemacht hast, dann wird das ja reichen, der halt halbwegs groß war, um da ranzukommen. Aber keine Ahnung. Ist hart. Sehr hart. Die Zeit ist dann jetzt auch um. Ich ziehe euch sofort. Ich ziehe euch jetzt. So. Das waren die 5 Minuten Zeit und Jonathan darf zuerst was sagen. Dreizehn.
Christian. Ja, wie gesagt, entweder mache ich jetzt den Arschmove und sage einfach 22. Die ich nicht schaffen werde. Ach nee, komm, das wäre echt arschig. Ich bin raus. Nun leg noch einen drauf. Also 14 von Bram, Jonathan. 15. Nämlich 16. Ja, Bram macht den Arschmove. Ne, ich gehe meine Liste durch. Mach du die 16, habe ich halt verloren. Aber ich glaube, du schaffst das nicht annähernd. Boah, das kommt direkt der Diss, wenn ich das schaffe. Ich glaube, du schaffst das nicht annähernd. Ja, dann hast du mich überzeugt. Okay, Bram sagt 16. Na, gucken wir mal. Fangen wir an mit Monte. Also Montana Black. Montana Black, Platz 2. Knossi. Warte ganz kurz, ich möchte hier mal aktualisiert halten. Knossi, Platz 1. Gronkh. Gronkh, Platz 3. Papa Platte. Der ist Platz 4. So, wunderbar. Haben wir die schon mal? Pizmeat ist dabei. Ist dabei. Platz 15. Kayayana. Oh, den hab ich nicht. Auf Platz 16. 10 noch. Stay. Yep, der ist auf Platz 9. Haben wir Hand of Blood. Ist ebenfalls dabei, auf Platz 20. Summoners Inn. Auf der 6, 7 noch. Annie the Duck. Ja, ist dabei, auf Platz 25. Krass, die hab ich ausgeholt. Nee, die hab ich Unsympathisch TV. Unsympathisch TV auf der 12. Elotrix. Ja, ebenfalls dabei auf der 13. No Way for You. No Way for You auf der 8. Primax. Ja. Ist dabei auf der 5. Clorox. Er macht aber easy durch, ey. Scheiße. Ist auf der 14. Voll verkackt. Dann habe ich noch. Moment, haben wir das Implant? Clorox, Julian Bam. Hätte ich noch. Nehme ich den schon. Ich nehme Dekaldent. Ja, der ist auch dabei. Gib mir kurz. Dekaldent. Also Vajay, du kriegst jetzt schon Fick dich, weil not even close, wenn ich mit einem das nicht schaffe, ist das trotzdem kein dicken Ja, gewesen. Ey, nein, du hast es ja definitiv gemacht, also GZ. Also war stark, du gewinnst ja dadurch. Aber ich hätte nie gedacht, dass... Ich habe aber viele nicht gedacht. Ich hab's halt richtig reingeschissen. Ist dabei. 29. Jawohl. Hast du gemacht. Hier ganz noch Maxim knapp. Und Sola. Maxim eher Sola. Ja, genau, so was. Maxim ist auch noch dabei. Okay. Sola? Sola sehe ich auch jetzt noch auf. Dabei. Echt, Sola ist nicht dabei. Warte mal ganz kurz. S-O-L-A, oder? Genau, ja. Nee. Krass. Okay, dann habe ich noch Julian Bam. Ja. Ja, der ist dabei. Der wäre noch dabei auf der 22. Ja. Funk Royal ist nicht dabei. Was? Okay, und Palle hätte ich noch gehabt. Palle ist auch nicht mehr. Dabei. Palle war noch YouTube. Miki? In Scope vielleicht noch? Ne, Moment, Miki hat da glaube ich noch nicht gestreamt wieder. Oder? Ah, das schmeckt. Das schmeckt. Miki TV, also Miki TV ist auf der 21. Ah doch, okay. Wen habe ich denn noch? Ich hatte noch Dalu als so Wackelkandidaten. Nee, Dalu ist nicht dabei. Ah, okay. Also, Bram, du hast alle 16 genannt und damit 28 Punkte gesammelt. Stark. Und verdient diese Folge. Stark. Wer bietet mehr gewonnen? Wir gehen noch kurz die Liste durch. Wir haben auf 28 noch Turbinator. Auf 27 McMahon. Oh, ups, Entschuldigung. Vince? Vince McMahon, ja. McManus, keine Ahnung. Kenn ich.
Dann haben wir noch Kaiser R. Er hat ernsthaft Anus in seinem Namen. Ja, stimmt. Der heißt Leckum Anus. Das heißt Orange, der. Orange Morange. Kenn ich auch nicht. Dann haben wir noch Basti GHG. Den habe ich schon mal gehört. War das mit G-Time? Ja, warte mal, wir gehen gerade einfach durch. Wir haben auf 19 Camo LRF. Dann haben wir noch Pandoria. Oh ja. Premier League. Justin. Amar. Und auf der 7 InScope 21. Ah, doch, gut. Das sind die Top 30 vom 22.07. Kann ich viele von nicht. PeteSmeet konnte sich jetzt nach aktueller Statistik um einen Platz verschlechtern. Aber dafür haben wir insgesamt mehr Concurrent Viewer. Nur die anderen haben halt auch mehr dazu. Das Schwierige ist halt mit den durchschnittlichen Viewern. Wenn du halt einen Stream machst, einen großen, bist du halt relativ weit oben schon. Weißt du, also... Ja, das siehst du ganz gut. Knossi hatte da beispielsweise zu dem Zeitpunkt 101.000 Concurrent Viewer im Durchschnitt. Und da steht jetzt nur noch 33.000. Also ja, da ist halt ein fettes... Ja, nein, nur noch in Anführungszeichen. Also ich meine nur, macht halt einen Unterschied, was du dann gestreamt hast, wie viel du gestreamt hast und so, ob da ein Event bei war oder nicht. Ja, aber ist richtig. War nicht so leicht, aber Bram hat es ganz souverän gelöst und damit diese Folge Wer bietet mehr gewonnen. Und das war's. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.